Von biblischer Symbolik über publizierte Meltdowns bis hin zu irreführenden Verhandlungen ist viel in die Geschichte von Two and a Half Men eingeflossen. Und sie werden nie glauben, dass John Cryer seinen Co-Star tatsächlich um einen gewagten Gefallen gebeten hat. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Besetzung einer Pilot-Episode der endgültigen Besetzung einer Show abweichen. Sehr oft dienen diese einstündigen Episoden als Proof of Concept und niemand kann vorhersagen, ob ein Netzwerk die Serie aufgreifen wird oder nicht. Tatsächlich gehen viele Pilots völlig ungelüftet. Im Fall von Two and a Half Men's Pilot-Episode Die meisten Küken essen kein Kalbfleisch spielte Blythe Danner in der Rolle von Evelyn Harper. Trotz des Erfolgs des Pilots blieb die Emmy ausgezeichnete Schauspielerin nicht dabei, als die Sitcom von CBS aufgenommen wurde. Laut Showrunner Chuck Lorre war die Rolle einfach nicht perfekt für die Schauspielerin, also wurde sie durch Holland Taylor ersetzt. You stay out of this. I'm here to help your brother through a very difficult time. How could you do this to me? Einige Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass Danner tatsächlich entlassen wurde, nachdem sie darauf bestanden hatte, Änderungen an einigen Szenen vorzunehmen, die bei den Produzenten der Show nicht gut ankamen. Einen Star wie Charlie Sheen zu ersetzen ist nicht einfach. Dennoch war die Show entschlossen, ohne ihn weiterzumachen und einen weiteren Schauspieler zu verpflichten, der neben John Cryer in Two and a Half Men mitspielt. Bevor Ashton Kutcher an Bord sprang, wurden mehrere Schauspieler für die Sitcom in Betracht gezogen. Einer der größten erwähnten Namen war Hugh Grant, dem Berichten zufolge ein beträchtlicher Gehaltscheck für die Rolle angeboten wurde. In einem Interview mit Howard Stern gab Grant bekannt, dass er wegen einer Rolle in der Show kontaktiert wurde, lehnte sie jedoch ab. Er erklärte, dass die Showrunner zu dem Zeitpunkt, als ihm die Rolle angeboten wurde, kein Drehbuch mit der neuen Figur geschrieben hatten und bat Grant, einen Vertrauensvorschuss zu geben, um ihren Produktionsplan anzupassen. Obwohl Grant ein Fan der Show war, überwog seine Vorsicht und er lehnte die Rolle ab. They make brilliant TV shows, really, but I said I'm too scared to sign up without a script. Er scherzte gegenüber Stern, dass er es bereue, den Check nicht bekommen zu haben, als ihm klar wurde, wie viel TV-Stars in den USA verdienten. Charlie Sheens Abschied von Two and a Half Men war ein ziemliches Ereignis, das Schlagzeilen auf der ganzen Welt machte und eine Generation hochwertiger Memes und Hashtags inspirierte. In den Jahren danach hielten viele Fans jedoch in einem Hoffnungsschimmer fest, dass er seine Differenzen mit Chuck Lorre beilegen und ein letztes Rodeo in der Show haben würde. Wie sich herausstellte, hätte er es beinahe getan. Für das Serienfinale haben die Produzenten ihn wegen eines möglichen Auftritts kontaktiert. Der Plan war immer, Charlie Harper ein Klavier auf den Kopf fallen zu lassen. Sheen war jedoch nicht an diesem speziellen Ende interessiert und gab seinen eigenen Vorschlag vor. Eine Szene, die eine Spin-off-Sitcom namens The Harpers inszenierte, in der er und John Cryer die Hauptrolle gespielt hätten. Nach dem Debakel, das zwischen Sheen und all den anderen Beteiligten an Two and a Half Men stattfand, sagen wir einfach, dass niemand auf seine Idee aufgesprungen ist. Also ging die Episode mit Lorres ursprünglichen Ende und ohne einem Cameo-Auftritt von Sheen weiter. Während sich Two and a Half Men auf die von Charlie und Alan Harpers verursachten Spielereien konzentrierte, war das Herzstück der Show Jake, der von Angus T. Jones gespielt wurde. Von seinem absoluten perfekten Comedy-Timing bis hin zu seiner unbestrittenen Chemie mit seinen Co-Stars erhielt der neunjährige Jones von Anfang an alle Anerkennung. You get no allowance. That's your punishment for gambling. Told you you'd do that. Yeah, you did. Fans könnten sich denken, dass das Casting für die Rolle von Jake ein langer, mühsamer Prozess war, aber das war es nicht. Tatsächlich sagte Chuck Lorre Foundation Interviews, dass Jones der erste und einzige Kinderschauspieler war, der für die Rolle vorgesprochen hat. Der Showrunner fügte hinzu, dass er Joneses Auftritt als Hunter Morris in The Rookie aus dem Jahr 2002 gesehen und ihn eingeladen hatte, für die Rolle des Jake vorzulesen. Nachdem er gesehen hatte, wie viel Spaß Jones bei dem Vorsprechen hatte und wie lässig er bei der ganzen Sache war, war die Entscheidung, ihn zu besetzen, einfach. Es ist kein Geheimnis, dass die Linie, wo Charlie Sheen endete und Charlie Harper begann, verschwommen war. Manchmal wussten viele Fans nicht, ob Sheen einfach eine Figur oder sich selbst spielte. Es gab jedoch einen besonderen Moment außerhalb des Bildschirms, als der Schauspieler sich genau wie seine TV-Persönlichkeit verhielt, indem er John Cryer in seiner Not half. In seiner Autobiografie So That Happened gab Cryer zu, dass er nach seiner Scheidung an einem schwierigen Ort war. Er beschloss, eine Sexarbeiterin einzustellen und Sheen versorgte seinen Co-Star mit fachmännischer Beratung in der Branche. Cryer erklärte weiter, Charlie schlug ein paar Online-Händler vor, die er gelegentlich benutze, da die Prostitution gerade im Internet Fuß fasste. Er und ich hatten unterschiedliche Vorlieben, also habe ich mich nicht genau an seine Empfehlung gehalten. In einem anderen Fall, in dem das Leben Kunst imitierte, enthüllte Cryer, dass er einmal eine Freundin zum Set mitbrachte, nur um von Sheen zu erfahren, dass er in der Vergangenheit mit ihr ausgegangen war und dass sie sich getrennt hatten, weil sie es ihm nicht erlaubte, einen anderen Partner in die Beziehung zu bringen. Als Ashton Kutcher zu Two and a Half Men kam, überraschte das viele Menschen, einschließlich den Schauspieler selbst.
Kutcher war ein großer Filmstar, der sich in der Branche als bankfähiger Name erwies. Daher schien die Rückkehr in die Sitcom-Welt wie ein Rückschritt. In einem Interview mit Howard Stern enthüllte Kutcher genau, was seine Entscheidung beeinflusste, die Rolle von Walden Schmidt zu übernehmen. Sein früherer Agent arbeitete für William Morris Endeavor, eine Firma, die stark an Two and a Half Men beteiligt war. Als Kutcher überlegte, sich anzumelden, war die Show auf dem Weg zur Syndizierung. Wenn es um 2 weitere Staffeln verlängert würde, könnten alle Beteiligten mit einem sehr schönen Zahltag rechnen. Kutcher enthüllte, dass er, als er herausfand, dass Charlie Sheen 1,8 Millionen Dollar pro Folge verdiente, seinem Agent sagte, er würde den Job annehmen, wenn er einen ähnlichen Deal bekommen könnte. Berichten zufolge erhielt Kutcher nicht das gleiche Angebot wie Sheen, aber der Preis, der ihm angeboten wurde, war eindeutig lukrativ genug, um ihn für 4 volle Staffeln an die Sitcom zu binden. I made a billion dollars doing this. Der milliardenschwere Unternehmer Walden Schmidt gab sein Debüt in Staffel 9 von Two and a Half Men, wo er Charlie Harpers Strandhaus kauft und Alans neuer bester Freund und später Ehemann wird. Laut Ashton Kutcher hat sich der Charakter von Walden jetzt ziemlich weiterentwickelt. In einem Interview auf WTF mit Mark Maron erklärte Kutcher, dass Laurie einen Charakter aufstellte, der sich sehr von dem Walden unterschied, der es schließlich auf die Leinwand schaffte. Der Schauspieler enthüllte nie die Änderung, die zwischen dem Pitch und dem ersten Drehbuch an der Figur vorgenommen wurde, aber er brachte Laurie diese Beobachtung vor. Der Showrunner sagte ihm, dass Waldens Charakterbogen einige Zeit brauchen würde, um sich zu entfalten, also vertraute Kutcher auf Lauries Vision und machte sich auf den Weg. Viele Fans fragen sich, wie Hit-Sitcoms wie Will & Grace und Mad About You in den letzten Jahren wiederbelebt wurden und fragen sich, ob es eine Chance gibt, dass Two and a Half Men die gleiche Behandlung erhalten könnte, insbesondere wenn das ursprüngliche Trio seine ikonischen Rollen wieder aufnimmt. Während Charlie Sheen mit dem Konzept von The Harpers darauf gedrängt hat, eilt John Cryer nicht so schnell zurück ins Strandhaus von Malibu. Auf die Frage nach seiner aktuellen Beziehung zu Sheen sagte Cryer, es ist eine Art Achterbahnfahrt, wenn du Charlie in deinem Leben hast und ich habe mich einfach nicht entschieden, wieder auf diese Achterbahnfahrt zu gehen. Vielleicht braucht er bei einem neuen Vertrag ein paar zusätzliche Nullen, um seinen Arm zu verdrehen. Es gab einige Nebencharaktere in Two and a Half Men, aber keine von ihnen hatte das Charisma oder die Heiterkeit von Berta, der Haushälterin. Egal, ob sie auf das Offensichtliche hinwies oder über die Harper Fallouts lachte, die unverblümte Berta verpasste nie einen Schlag. Die Figur hätte jedoch ganz anders sein können, wenn die verstorbene Concetta Ferrell nicht den Wunsch gehabt hätte, die Dinge auf ihre eigene Weise zu tun. In einem Interview mit der AV Club erklärte Ferrell, dass die Showrunner sie gebeten hatten, einen osteuropäischen Akzent anzunehmen. Als sie zum Vorsprechen hereinkam, sagte sie dem Raum, dass sie trotz der Tatsache, dass sie einen ziemlich soliden russischen Akzent sprechen kann, dachte, dass die Annahme eines Zitat Trailer Park Dialekts besser zu der Figur passt. Next thing I know, I'm belly up on the floor, hacking out a lung, while the cops are dragging out Bonnie and Claude in handcuffs. Ferrells Auftritt beeindruckte Chuck Lorre und alle anderen, die sich entschieden, ihrem Vorschlag zu folgen. Tatsächlich liebten sie es so sehr, dass sie ihre Präsenz in der Show weit über den ursprünglichen geplanten 2-Episoden-Bogen hinaus ausdehnten. Während das Rampenlicht der Fehde von Laurie und Sheen fest auf Sheen gerichtet war, hatte kaum jemand darüber nachgedacht, was der Showrunner durchgemacht hat, als sich ihr Konflikt entfaltete. Entertainment Weekly berichtete, dass Laurie von der Folter zutiefst verletzt war, so sehr, dass er darüber nachdachte, Two and a Half Men 2011 zu verlassen. Laurie erzählte TV Guide von einem Gespräch, das er mit den anderen Showrunnern hatte. Ich habe letzten Winter angeboten, die Show zu beenden. Ich sagte, hör zu, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund der Antichrist bin, gehe ich gerne. Es ist nicht mein Interesse, die Show zu beenden, und ich möchte sicherlich nicht, dass all diese Leute arbeitslos werden. Macht weiter, holen Sie sich einen anderen, hören Sie nicht meinetwegen auf. CBS hatte jedoch Lauries Rücken, und er beschrieb die Entscheidung des Senders, Sheen zu feuern, als eine Entscheidung, die eher auf Ethik als auf Geld beruhte. Persönliche und berufliche Meinungsverschiedenheiten sind in jeder Branche üblich, einschließlich des Fernsehens. Manchmal fühlt eine Partei ein Drehbuch oder die Richtung, die Serie geht, einfach nicht. Sie können sich aufgrund kreativer Differenzen sogar trennen, bleiben aber dennoch Freunde. Leider hat Charlie Sheen dieses Memo nicht bekommen. Er hat nicht nur seine Brücken zu Chuck Lorre abgebrannt, sondern auch die Stadt mit metaphorischem Tigerblut rot gestrichen. Obwohl es so aussah, als würde Sheen seine Fehde mit Lorre nie beenden, heilt die Zeit jedoch alle Wunden. In einem Interview mit The Guardian wurde Sheen nach seinem Bedauern gefragt. Das erste, was er sagte, war, dass er nachdenklicher hätte damit umgehen sollen, Two and a Half Men zu verlassen. Er gab auch zu, dass es zahlreiche Ansätze gab, die er hätte ergreifen können, um den Konflikt zu bewältigen, und dass er mit seiner Entscheidung unzufrieden ist. Ist es möglich, dass er und Lorre in Zukunft wieder zusammenarbeiten könnten, wenn Sheen sein Unrecht zugibt? In Hollywood ist alles möglich. Charlie Sheens Abschied von Two and a Half Men hätte sich wie in eine Szene aus der Show abspielen können. Schlechte Stimmung und verbale Schläge wurden in der Presse herumgeworfen wie eine heiße Kartoffel. Eine der Personen, die dabei Kollateralschäden erlitt, war Ashton Kutcher. Eigentlich hatte er nichts falsch gemacht, indem er die Rolle des Walden Schmidt in der Sitcom angenommen hatte. Das hinderte Sheen jedoch nicht daran, zu Twitter zu gehen und Kutcher mehrmals zu beleidigen.
Kutcher nahm die Angriffe jedoch nicht im Liegen hin und nach einer Weile hörten Sheens Kommentare auf, ihn völlig zu stören. Charlie Sheen has become like a parent on Charlie Brown to me. It's more like wah, 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 wah. Jahre später entschuldigt sich Sheen und gab zu, dass er sich gegenüber Kutcher nicht so hätte verhalten sollen. Sheen sagte der Kyle and Jackie O Radio Show, ich war dummerweise gemein zu ihm, weil ich die Realität und die Schwierigkeit, eine Show zu übernehmen, übersehen habe. Er drückte auch sein Mitgefühl für Kutcher aus und erklärte, dass er dasselbe getan habe, indem er für Michael J. Fox bei Spin City übernommen habe. Glücklicherweise scheinen Sheen und Kutcher ihr Beef hinter sich gelassen zu haben. Als Kutcher Sheen bei einem Baseballspiel begegnete, gab sich das Paar sogar die Hand. Von allen Charakteren in Two and a Half Men war Alan Harper der denkwürdigste. Von seinem ständigen Vergessen seiner Brieftasche bis hin zu seiner Weigerung, aus dem Strandhaus seines Bruders in Malibu auszuziehen, war Alan der ultimative Waschlappen. Chuck Lorrys anfängliche Vision für die Figur unterschied sich jedoch stark von der, die auf der Leinwand erschien. Tatsächlich plante er und der Mitschöpfer der Serie, Lee Arnson, etwas von biblischem Ausmaß. In einem Gespräch mit The Hollywood Reporter sagte Lorre, Alan war von Anfang an darauf ausgelegt, eine Art biblischer Job zu sein. Der gute Mann, der sein Bestes gibt und keine Pause einlegen kann. Der Charakter hat sich im Laufe der Jahre gewandelt und ist viel besser geworden. Der Showrunner gab zu, dass die Figur, obwohl dies der Plan war, davon abwich, als die Serie Fuß fasste. Charlie hingegen sollte ein Symbol für Dionysus sein, den Gott des Weins und der Fruchtbarkeit. Dieser scheint durchgehend hängen geblieben zu sein. Charlie Harper hatte viele Liebhaber bei Two and a Half Men, aber es gab einige, die den wilden Mann fast gezähmt hätten. Eine dieser Personen war Jennifer Taylors Figur Chelsea. Die Schauspielerin war in kleineren Rollen in der Show aufgetreten, bevor sie in Staffel 6 als Chelsea besetzt wurde. Was viele Fans nicht wissen, ist, wie die Sitcom Taylor genau den beruflichen und finanziellen Schub gab, den sie damals brauchte. Während sie sich mit dem Unterhaltungsjournalisten Jeremy Roberts unterhielt, erzählte Taylor, wie sie gerade ihre Tochter zur Welt gebracht hatte und sich darauf vorbereitete, ihr Haus zu verkaufen, um über die Runden zu kommen, als sie die Rolle bekam. Sie betrachtete das Timing als gutes Omen und begann 2008 mit den Dreharbeiten für die wiederkehrende Rolle.